Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu einer nächsten Folge von Mad Games Tycoon 2 auf meinem Kanal. Ja, seit der letzten Folge ist ein bisschen Zeit vergangen. Leider gab es wieder ein technisches Problem. Das gibt's doch nicht. Und zwar hatte bei meinem PC ein Bluescreen, bei dem der die Aufnahme macht und nicht der spielt. Sonst wäre das nicht ganz so schlimm. Gut, dann wäre mein Kommentar weg gewesen. Also es wäre beides nicht so toll. Aber ja, ich hatte seit Jahren praktisch nie einen Bluescreen. Kann es geben. Wenn sich's häuft, dann muss ich was optimieren. Dann stimmt irgendwas nicht. Wenn es einmal passiert, ja, dann ignorieren wir es jetzt mal noch. Wir haben ein neues Spiel in Entwicklung. Not Final Tactics. Ist ein Third-Person-Shooter. Betriebskosten für Server explodieren, unsere sind gerade abgeschaltet. Das da ist ein MMO-Spiel, sieht man hier auch schon, da brauchen wir dann die Server. Banjo Hero kann ich übrigens vom Markt nehmen. Das hat sich ausgelaufen. Immerhin 50 Millionen, ja, kann man nicht klagen darüber. Muss ich ehrlich sein. So, Spiel ist fast fertig. Weil wir sind gerade hier, sind wir sehr stark hinterher und ich würde schon fast einen neuen Raum kaufen. Was haben wir denn noch im Angebot? Die zwei nur noch. Ja, soweit. Was kostet denn der? 95 und der kostet 53 nur. Okay, komm, das ist ein Schnäppchen. So, schon gekauft. Türe ist hier vorne. Hört Caliburs 2. Kann man bis jetzt nichts Schlechtes sagen, eigentlich. Den Entwicklungsspielbericht muss ich mal noch machen. Genau, sobald die hier fertig sind. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ist aber eine blöde Gebäudeform, ehrlich gesagt. Das wäre besser gewesen. Gut, wir kriegen das schon irgendwie rein. Ah ja, und ich wollte noch alle Gerätschaften upgraden. Wir haben den Arbeitsplatz 3. Welchen haben wir hier drüben? Schnell schauen hier, da. Okay, die sind jetzt auf dem neuesten Stand, waren auf jeden Fall nicht Arbeitsplatz 3. Passt aber. Die hole ich gleich rüber. Wir können trotzdem noch ein paar andere hier platzieren. So, theoretisch haben da unten genau 2 Platz. Und die hier könnten wir so quer nehmen. So, dann verschieben wir die Aufgabe hierhin. Nehmen da unsere Gruppe Motion hierhin. So, dann sind jetzt 5 Leute da angestellt. Ja, arbeiten jetzt von da. Dann bräuchte ich noch vom Flur hier den Cleaner. So. Und hier könnten wir wieder mal eine Toilette einbauen, glaube ich. Wird sich lohnen, dann können die beiden hier auf die Toilette gehen. Weil ihr seht, es ist doch recht weit. Und vielleicht auch gerade noch einen Aufenthaltsraum dazu. So. Und jetzt gehen wir hin. Stellen das hier aus. Und nehme die noch rüber. Habe ich irgendwas verpasst jetzt gerade? Ah, ich sehe eh nichts. Ne, die sind noch am... Die sind noch schön dabei, der Entwicklung. Ja, ist jetzt wieder eine tolle Aufgabe, ich weiß. So, ne, das passt bestens. Also die Raumgröße ist gut gewählt so. Und ich glaube nicht, dass wir danach nochmals Probleme damit haben. Wenn die da durchlaufen können, das ist die das ist die andere Sache. So, und ich mache es jetzt halt mit dem Snapping, weil es ist einfach mühsam, wenn es anders ist. So, okay. Ich kann auch ein paar Leute gebrauchen. Mir ist immer noch nicht ganz klar, was die so können müssen, wenn man da ehrlich ist. Hardware und Technik.
Ja, wahrscheinlich ist es eher das. Ja, wir können dann schauen, einen neuen Raum da reinbauen oder einen erweitern, wie wir möchten. Können wir frei wählen. Soweit. So, die sind am letzten Schritt. Die sind am letzten. Da ist jetzt der letzte dabei. Da hat es noch ein paar Bugs. Okay, und die hinken ganz schön hinterher. Wir haben jetzt aber denen ihre Leistung verdoppelt, fast schon. Oder wir haben sie verdoppelt, besser gesagt. Und haben immer noch große Spatzung nach oben. Das muss dann aber reichen, um alles abzudecken. Wenn ich da ehrlich bin. Also, sonst stimmt irgendetwas nicht. Da drüben wird immer noch produziert und verkauft. Ist schon spannend. Und ich könnte auch hier Auftragsarbeit. Können wir mal die laufen lassen. Ja, reicht locker. So, ich möchte dann unbedingt den Spielbericht noch erstellen. Oh, der fährt sogar raus. Okay. Gut, hier möchte ich jetzt noch eine Toilette hinbauen. Vielleicht zuerst mal einen Raum. So, das ist doch eine schön große Toilette. Also... Da drüben haben die nicht Platz. So. Ja, immer die Fenster im Weg. Der muss auch da rauf. So. Mülleimer, ganz wichtig. Solch eine Kaffeemaschine. Ne, aber so einen Medizinschrank könnten wir da bestimmt noch aufhängen. Heizung unbedingt auch. Reicht aus. So eine Uhr. Dann eine kleine Deko da in die Mitte. Tut bestimmt gut. So. Okay, Toilette im Einsatz. So soll es sein. Medizinschrank wird gerade gebraucht. Dann sollten die jetzt nicht mehr so weit laufen müssen für eine Toilette. Was eine Bank angeht, wir können schon mal eine hier auf dem Flur platzieren. Also ich würde ja so gerne mit dem Snapping arbeiten, aber zwischendurch ist das Snapping halt mühsam, etwas zu platzieren. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. So. Die Aufgabe hätte ich gerne abgebrochen. So, und dafür hier einen Spielbericht gemacht. Die sind immer noch am Forschen, weil das sind nur noch 3 Leute. Da haben wir stark reduziert. Und das ist auch gut so. Das kann so bleiben. Not Final Tactic hat einen Hype von 100. Ich könnte auch hier abbrechen. Und jetzt können wir ja hier den Überhype... Ah, ich muss natürlich das andere, das hier auswählen. Ja, jetzt könnte ich den Überhype erzeugen. Die Frage ist, lohnt sich das? Komm, wir machen es einfach. Wird schon gut. Und gleich senden wir dann noch die Probeversionen ein. Das hätte ich eigentlich besser mal zuerst gemacht. Dann wissen wir auch, ob das Spiel gut ankommt oder nicht. So, das ist jetzt aber der Überhype. Und in den nächsten Tagen wird ein Spiel vorgestellt werden, wo ich wahrscheinlich den Überhype haben werde. So. Gut, es gibt immer einige Spiele, wo man gehypt sein kann, sag ich mal. Man muss ja nicht gerade übergehypt sein. Okay. Ah, ich würde mal sagen, wir machen eine Beta-Demo, weil die Beta-Demo reduziert ja nicht... Wir haben wieder nichts gewonnen. Er kann sogar dann höher als 100 gehen, oder wie? Ja gut. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also er geht dann über 100, der Hype. Ich habe ja gar nichts gezeigt.
Dann gebe ich es aber eine Beta-Demo und dann gibt es plus 7. Wenn ich aber halb erzeuge, dann passiert nichts. Mal schauen, was die Presse sagt. Wahrscheinlich wieder minus 3. Plus 3, okay. Ich weiß halt nicht. Sollen wir noch ein paar Server anbauen? Ich habe ein bisschen Angst. Oh, jetzt können wir sogar die dicken Server rausholen. Ja, das ist jetzt wieder Snapping. Gut, ich habe mich auch blöd zugebaut. Es geht auch. Ich habe jetzt das Mausrad rausgenommen, aber es geht auch so nicht. Hab gedacht, vielleicht liegt es an meiner Maus, dass das nicht gut geht oder so. Aber nee. Nein, nein, nein. Okay, Sound fast fertig. Da drüben. Fertig? Ja, die sind jetzt schnell. Die sind jetzt natürlich schnell. Da läuft der Kurs. Das soll so bleiben. Dann lernen sie auch was. Wir machen jetzt zuerst die Veröffentlichung von dem und dann gehen wir ans nächste Projekt. Gut. Abgeschlossen. Nur schnell schauen. 70 bis 90 ist die Einschätzung. So, wir sind... Machen wir mal 4. Wir haben noch nicht viel Erfahrung und ich habe gesehen, wir können ja das später ändern. So, es gibt schon einige Konkurrenzprodukte. 80% erreicht, immerhin. Gut. Frage ist jetzt, was produziere ich? Es ist ja ein MMO. Ja. Wir können da wieder den Automaten machen. Ich würde es mal so mal einstellen und go. Da drüben haben wir noch... Ja, wir kaufen immer noch 26.000. Bei 2 Millionen gibt es eine Schallplatte wieder, oder? So, 21.000 Bestellungen haben wir schon jetzt. 2 Wochen vor Release. Ja, ich würde sagen, wir starten mit einem neuen Projekt. Was soll es sein? Wie sieht es hier aus? 56 Wochen wird knapp, dass wir das schaffen. Einmal. Jetzt können wir ein MMO-Add-on theoretisch machen. Oder wir können, glaube ich, das Spiel auch in einen Server einschalten. Wäre noch gut. Game Pass kommt noch. Genau, wir können das MMO in ein Free-to-Play umwandeln. Ah, Ugly Joe könnte ich auch. Geht das dann? Ah, muss aber auch wieder bezahlen. Aber ich glaube... Geschäftsmodell überhaupt nicht beliebt. Lohnt sich nicht, weil wir haben ja kein Stück verkauft oder konnten ja keines verkaufen wegen den Bugs. Gut. Was machen wir jetzt? Machen wir einen Nachfolger? Eine Fortsetzung? Was ist bei der Fortsetzung? So, nämlich für das Banjo-Hero-Spiel. Da haben wir jetzt gerade Erfahrung gesammelt, sag ich mal so. Triple A diesmal. Standardspiel. Zielgruppe frage ich mich gerade. Zielgruppe hat gepasst. Also lassen wir es so. Wir können da auch was anpassen. Ich würde Fabriken da lassen. Wir wählen aber ein anderes Thema. Spielzeug. Ja, produziert man Spielzeug? Ich weiß nicht. Süßigkeiten. Hä? Warum ist das? Ah, nee, da gibt es sehr viele einfach. Ich dachte, das ist 18 plus oder so. U-Boote. Warum nicht? So, hier kurz prüfen, gibt es etwas, was hohen Anteil hat? 13% die Sony Game Station.
Ja, schlägt aber nichts, das. Ah, das sind die aktiven Nutzer. 300 Millionen und wir erreichen gerade mal 2 Millionen Verkäufe. Das ist natürlich wieder so, neuer Anti-Cheat. Da ist schon das Beste. Da schauen wir gleich rein, hier. Ich kann 99 aktivieren, maximal. Okay, da es keine MMO ist, ist es gar nicht mal so teuer diesmal. Sagen wir es mal so. Okay. Also, das, was richtig ist, hat er schon übernommen. 50, 20, 10, 20. 50, 20, 10, 20. War ich auch gar nicht mal so daneben. Mehr Story. Zu sehr für Casual. Mehr Innovation. Mehr Missionen. Und härter. Ja, so, jetzt habe ich nicht alles mitgenommen. Also mehr Mission, mehr Story, mehr Innovation. Wir können Level Design, Charakter ein bisschen runternehmen. Ich muss noch was anschauen. Zu harmlos. Zu sehr für Casual. Er war hier. Also noch weiter rüber. Okay. Das ist auch interessant. Ja gut, U-Boote würde ich jetzt mal auf 6 einstufen. Das vielleicht ist nicht gerade das beste Thema. Und eigentlich muss ich alle bewegen hier. Ja, dann machen wir es mal so. Soll schon passen. Spielname gibt's schon, kein Problem. Gibt schon mal ein bisschen Hype ab. Banjo Hero 2 wählt automatisch. So, hier der da. Und da drüben sollten wir jetzt kein Problem mehr haben. Bin ich gespannt, wie schnell die sind. Damit. Ja, dann noch schnell die Mitarbeiter rübernehmen. Ne, das war nicht die Absicht. Hier, Game Design 1. Game Design 2, so. Die können noch unterstützen. Und let's go, der Hase. Und jetzt sehen wir gleich den Release von unserem ersten MMO-Spiel. Hä, warum hat er jetzt... Hat er jetzt das Troch gemacht? Also wie dumm, ich hab doch das abgebrochen. So, das wird sich eh keiner holen. Das Dümmeres gibt's kaum. Okay. Es ist die erste Woche. So. Wir haben 50.000 verkauft. Genau. Wir haben aber keine Abonnenten bis jetzt. Server sind leer. Wir haben 10.000 Abonnenten dazu bekommen. So, ich hoffe, es kommt gut an, das Spiel. Also Hype ist ja auf jeden Fall da. Was heißt der Stern? Bekanntheit der IP. Oh, neue Funktionen. Ah, wir können also die IP dadurch bekannter machen. Da oben ist es schon 0,5. Aber da musst du ja so viele Spiele machen, dass das mal bekannt wird. Das ist schon interessant. Wir haben ja ein paar, die wir x-mal gemacht haben, aber da zählt das wahrscheinlich alles nicht. Da müssen wir alles nochmals machen. Gehe ich mal davon aus. Okay, wünscht uns Glück, dass das was Tolles wird. Wir können es ja immer noch in Free-to-Play umwandeln. Wenn es dann gar nicht läuft. Wir haben also 20.000 Verkäufe die Woche, plus hier auch ein Wachstum, was das angeht.
Das Update wurde gemacht. Wir machen noch mal eines. So. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen soweit. Wir kommen langsam vorwärts. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn die Server hoffentlich glühen. Nee. Wir unser Banjo 2 rausbringen. Und ja, vieles weiteres machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.